Wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema. Und das ist dein Lebensweg zur Nonne und dann zur IOPT, zur identitätsorientierten Traumatheorie. Und als ich das gehört hatte, als du mir das ganz kurz nur angerissen hast, dachte ich mir, wow, ein Weg ins Innerste, aber auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Das stimmt. Wie bist du darauf gekommen, Nonne zu werden? War das ein inneres Verlangen, Ziehen? Wie war das bei dir? Ja, das hat natürlich eine lange Vorgeschichte. Also ich sage es jetzt mal, es begann damit, dass ich schon immer als Kind einen Zugang hatte zu Religion. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen katholischen Dorf. Wir sind geburtenstarke Jahrgänge. Ich bin Jahrgang 65. Und da fiel es auf, wenn man am Sonntag nicht in die Kirche ging. Ja, das heißt, ich wurde quasi katholisch sozialisiert. Und wenn man dazugehören wollte, ging man hin. Und das war vor allen Dingen dann später auch, als es so um die jugendliche Zeit ging, wo es so darum geht, Peer Groups zu finden. Und da ging man einfach, man traf sich zum Beten, zum Abendgebet. Ja, also meine Peer Group zumindest. Wir haben dann auch Reisen gemacht nach Taizé. Da gibt es ja diese ökumenische Gemeinschaft, die eine sehr starke Anziehungskraft hatte. Ja, wir haben einfach uns getroffen in diesem christlich-religiösen, katholischen Kontext. Ja, und dann ging es in den 20ern dann darum, meinen Platz zu finden. Ja, wo will ich sein? Mit wem will ich sein? Welcher Beruf passt zu mir? Wo ist mein Platz auf dieser Welt oder auf dieser Erde? Ja. Und da kam das dann, ich wollte mit 21 das erste Mal ins Kloster. Dann habe ich mich verliebt. Und zwar war das ganz interessant. Ein Mann sagte zu mir, die Mutter meiner Kinder müsste so sein wie du. Und dann habe ich gedacht, oh ja, das will ich. Ich will Mama sein. Ja, war schon ganz lange mein Wunsch, einfach auch Mutter zu werden. Und das geht nicht, ja. Und dann bin ich dann zu ihm gezogen, um dieser Liebe eine Chance zu geben. Und dann hatte er eine andere. Und also es war ganz turbulent schon mit Anfang 20 bei mir. Ich kam ja, wie gesagt, aus diesem kleinen Dorf und bin dann nach Frankfurt gegangen, in die große Stadt. Und vielleicht noch eine Hintergrundinfo. Damals gab es noch kein Internet und auch kein Handy, kein Richtig. Navigationsgerät. Das heißt, es ist, wenn man da dann in Frankfurt eine Stelle sucht, ne, ich hatte ja schon alles gekündigt in Norddeutschland, dann muss man das so machen, dass man sich die Frankfurter Rundschau kauft und sich dann auf eine Zeitungsannonce hin bewirbt. Ja. Dann abends nach Feierabend dahin gefahren, sich vorgestellt und so. Das ist also schon ein bisschen anders, als wie man das heute machen würde, wo es einfach Internet gibt, wo es Zoom gibt, wo wir uns sehen können. Die Technik ist heute einfach ganz woanders. Naja gut, das ging dann in die Hose und ich habe dann auch immer wieder gesucht und gesucht und gesucht, wo könnte denn mein Weg sein? Welcher Mann könnte der Vater meiner Kinder sein? Ich wollte nicht erst mit 30 mein erstes Kind haben. Okay. Das war schon ganz klar. Und es ging alles in die Hose, ja. Ich war verlobt, der wollte aber keine Kinder, das wusste ich aber nicht. Und dann habe ich das hinterher herausgefunden. Also wie das so ist, ja. Jo, und dann habe ich mit 29 gesagt, also lieber Gott, es scheint wohl doch so zu sein, dass du mich im Kloster haben willst. Gut. Wow. Und dann habe ich gesagt, dein Wille geschehe. Das meine ich ernst. Und ich mache das jetzt. Also es gab sowas wie ein, wenn du mich fragst, da ist dein Platz in dieser Gemeinschaft. Ja, ich kannte die schon. Ich war da in meiner zweiten Ausbildung zur Familienpflegerin, Dorfhelferin. Kommt immer dann ins Haus, wenn die Mama krank wird oder wenn sie Unterstützung braucht. Das war mein zweiter Beruf, den ich dann in dieser Schule auch gelernt hatte. Ich kannte die Gemeinschaft und dann habe ich an meinem 30. Geburtstag um Aufnahme gebeten bei Schwester Obrin. Ja, und dann geht das los. Also es gibt diese Ausbildungsstufen, die man dann durchläuft. Das erste ist das Postulat, dann kommt das Noviziat, hast du vielleicht schon mal gehört, Novizin, Novize. Das ist quasi eine Azubi-Nonne. Und danach gibt es die sogenannte Erstprofess. Das heißt, Profess, Versprechen, die Gelübde, Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam werden für einen Zeitraum von 3 Jahren abgelegt. Danach wird neu entschieden, will ich das weiterhin. Und irgendwann kann man dann die sogenannte ewige Profess machen. Ich habe es bis zur Erstprofess geschafft.
Man muss sich dann immer bewerben um den nächsten Ausbildungsschritt. Ich muss sagen, was ich möchte, nämlich ich bitte um die Aufnahme ins Juniorat oder ins Noviziat. Die Gemeinschaft überlegt dann, will ich diese junge Frau, diesen jungen Mann, möchte ich den hier bei uns dabei haben. Man muss dazu sagen, Kloster ist quasi eine WG mit Gütergemeinschaft. Also es wird richtig ernst, wenn man so alles aufgibt, ne? Alle Versicherungen, Geld, Möbel, Auto und heute würde man auch das Smartphone weggeben. Ja? Also diese Dinge, die passen nicht zu diesem Weg, zu diesem geistlichen Weg, wo es darum geht, sich ganz zu konzentrieren auf den Weg zu Gott. Heute würde ich sagen, auf dem Weg zu mir, den Gott in mir zu finden, das Göttliche in mir zu finden. Kannst du noch ein bisschen mehr erzählen, wie so der Tagesablauf war? Weil ich kann mir überhaupt nichts darunter vorstellen, außer das, was ich in Filmen gesehen habe. Ja, Fernsehen ist anders als die Realität, das wissen wir ja. Naja, das geht so los. Man fängt morgens um 6.05 Uhr an mit der ersten Runde beten. Ja? Das nennt sich Laudes. Und das sind Psalmen, die da gebetet werden. Psalmen sind ganz, ganz alte Gebete aus dem Alten Testament, die auch Jesus schon gebetet hat. Ja? Also orientalische Gebete, wo es auch darum geht, um Hilfe zu bitten oder Gott zu loben, Gott zu danken. Das ist immer so unterschiedlich. Die sind bis heute überliefert und die werden heute auch noch gebetet. Und zwar weltweit von allen Menschen, die im Kloster sind, beziehungsweise auch Priester sind. Und das schafft natürlich eine unglaublich große Gemeinschaft, weil das so zeitgleich, soweit das mit den zeitlichen Verschiebungen möglich ist. Also man fängt an, wie gesagt, mit der Laudes und dann kommt die Eucharistiefeier. Ja, und dann Frühstück und dann geht das Tagewerk so los. Das ist, je nachdem, wie alt man ist, unterschiedlich. Ich war ja die Jüngste und die jungen Schwestern gehen quasi zur Arbeit, zum Beispiel ins Krankenhaus, auf die Sozialstation, wie auch immer. Die sind in sogenannten Gestellungsverträgen. Ja, das heißt, man ist sozialversichert über die Gemeinschaft. Man wird ausgeliehen an eine Firma, wie auch immer. Ja, und dann mittags, die alten Schwestern sind natürlich im Kloster, im Mutterhaus oder es gibt also das Mutterhaus und dann gibt es noch Filialen, so kleinere Konvente, wo so 6 bis 10 Schwestern zusammenwohnen, das gibt es auch. Die sind immer einige dann zu Hause, die sich so um alles kümmern, beziehungsweise heute ist es auch so, dass viele Angestellte so da sind. Dann gibt es die Mittagshoren, also man muss auch noch unterscheiden, es ist eine kontemplative Gemeinschaft. Das sind diese, die so voll verschleiert sind, unter hohen Mauern, die klausuriert sind. Das sind oft, ich sage mal, die hauptamtlichen Beter. Hauptamtlichen Beter. Die machen nichts anderes, als den ganzen Tag zu beten, zu meditieren, in der Stille zu sein. Ja, auch schweigen teilweise. Das ist also eine ganz eigene Lebensform. Und die anderen sind die sogenannten Tätigen. Das heißt, die sieht man oder sah man früher im Krankenhaus, auf der Sozialstation, im Kindergarten, wo auch immer, meistens in sozialen Bereichen. Diese beiden Stränge gibt es so. Und meine Gemeinschaft war die sogenannten Tätigen. Das heißt, die Kontemplativen machen dann Terz sext non. Terz ist 9 Uhr, 6 bis 12 Uhr und non, die 9. Stunde, ist 3 Uhr nachmittags. Die machen das volle Stundengebet. Wenn man im Beruf steht, geht das nicht. Dann macht man quasi den ganzen Tag die Arbeit und abends trifft man sich dann wieder zur Vesper. Ne? Und die anderen beten, die älteren Schwestern, die zu Hause sind, beten meistens die Mittagshore noch, also die Sext. Ne? Ja, dann gibt es die Vesper, Abendessen, ist klar. Und dann gibt es noch die Komplett. Das ist so ein, ich sag mal, Gute-Nacht-Kuss vom lieben Gott. Also du merkst schon, das hat so was ganz Inniges auch, so einen ganz intensiven Kontakt auch immer zu haben. Ja, und dann geht's ins Bett. Und die kontemplativen Klöster, die beten sogar noch nachts dann die Matutin, also irgendwann um 4 Uhr morgens oder so. Das geht aber nicht, wenn du kannst nicht gleichzeitig kontemplativ und tätig sein. Das geht nicht, ja. Also es ist halt, es kommt so darauf an, welches Apostolat, welche Aufgabe die Gemeinschaft hat, ja. Die Benediktiner haben dieses berühmte Ora et Labora, bete und arbeite. Da haben auch dieses Chorgebet. Da geht es viel auch um Singen, ne? Also das Chorgebet wird gesungen in der Regel.
Und bei den Augustinern ist es so, dass sie als Apostolat die Gemeinschaft haben, also das Leben in Gemeinschaft, Leben in Gemeinschaft. Und die Franziskaner haben auf die Fahne sich geschrieben, Armut. Die Kirche war sehr reich, als Franziskus lebte, und dann hat er gesagt, das geht so nicht, die minderen Brüder. Und so hat jede Gemeinschaft so ihre spezielle Aufgabe, die sie sich ausgesucht hat, mit der passenden Regel dazu. Ja, die augustinische Ordensregel ist die kürzeste und auch die jüngste. Also danach kam erst Benedikt. Augustinus war so um 400 hat er gelebt. Und der fängt an mit der Regel: Zuallererst sollt ihr einmütig zusammenwohnen, wie ein Herz und eine Seele auf eurem Weg zu Gott. Denn war das nicht der Grund, warum ihr euch für das gemeinsame Leben entschieden habt? Also es geht um Verbundenheit miteinander, um emotionale Nähe, um ja, Zusammenleben einfach. Und das Augustinus war so jemand, der sehr knackig war, so hat so eine knackige Spiritualität, und dann sagt er, liebe und dann tu, was du willst. Und dann habe ich gesagt, jep, mache ich mit, finde ich gut. Ja. Und das mache ich auch heute noch. Also du kannst diese Ordensregel im Grunde genommen auch auf jede andere Gemeinschaft legen. Ja. Und er betont dann auch schon in dem zweiten Artikel die Gütergemeinschaft. Ja. Und das ist der Knackpunkt, wo heute die meisten sagen, ups, Gütergemeinschaft, total. Ja. Das ist sportlich. Das ist wirklich sportlich. Und es ist noch was anderes, wenn ich mich auf sowas wirklich einlasse. Hast du da diese innere Gemeinschaft für dich gefunden? Also wie war das dann für dich? Und wie lange warst du denn überhaupt Nonne? Ja, also wie gesagt, mit 30 hat es begonnen. Und dann hatte ich so nach und nach alles verkauft, meine Wohnung und mein Auto und meine Versicherung gekündigt, das Bankkonto und so. Ne? Ja, ich war dann, wie gesagt, bis zur Erstprofess dabei. Und dann habe ich gemerkt, es passt für mich nicht. Ja? Diese innere Verbundenheit, diese emotionale Nähe. Das habe ich nicht so gefunden, wie ich das mir vorstelle oder wie ich mir das wünsche für mein Leben. Ja? Man kann also im Kloster sehr einsam sein, obwohl man mitten in Menschen sind. Das kann man nicht nur im Kloster, das kann man draußen auch sein. Ja? Wenn man mitten in der Stadt ist und man ist entsetzlich einsam. Ja? Das hängt nicht an der Stadt, das hängt nicht am Kloster, sondern es hängt auch an mir, mit meiner Fähigkeit in Kontakt zu gehen. Und mich auch wirklich auf jemand einzulassen oder auf die Gemeinschaft einzulassen. Und ich hatte mehr Freunde außerhalb der Gemeinschaft als innerhalb der Gemeinschaft. Und dann habe ich gesagt, so möchte ich nicht leben. So, das passt nicht. Ja. Und ich sage immer, es ist mutig, ins Kloster zu gehen. Es ist mutig, noch mutiger wieder rauszugehen und dann die ganze Sache rückwärts zu machen. Ja. Also, weil man ist ja nicht arbeitslosenversichert. Ja. Das heißt, ja, ne? Wohin? Ich habe ja einen sozialen Beruf gehabt, und wenn man mal Insider war und dann noch weiterhin bei Caritas Diakonie arbeiten will, ja, geht so nicht. Ja? Ich hatte jetzt Glück, dass ich über einen Jugendhilfeträger angestellt werden konnte, und habe in einer WG gewohnt, in einer anderen WG, und zwar war das eine reine Zweck-WG. Ja, und bin dann wieder quasi mit 35, habe ich mit Mitte 20-Jährigen, mit Studenten zusammengewohnt und wurde dann wieder jünger, ne? Weil ich habe die ganze Zeit ja mit älteren Frauen zusammengelebt, und dann war es wichtig, wieder, sag ich mal, so alt zu werden, wie ich auch wirklich bin, ja, nämlich Mitte 30 und nicht Mitte 60, ja. Das ist auch ein guter Punkt, ja. Genau. Diese unterschiedlichen großen Altersspannen, die ja Ja. dann auch im Kloster sind, ja. Ja. Ja, und es ist auch heute noch so, ja, dass ich mir gut überlege, mit wem will ich denn zusammen sein, ja? Jetzt nicht vom Alter her, sondern mit wem möchte ich meine Zeit teilen, meine Lebenszeit teilen? Und zwar richtig, echt, in Verbindung sein. Ich habe mich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt. Marshall Rosenberg hat die ja so schön entwickelt, und er sagt: First Connection, zuerst Verbindung. Und das ist so, finde ich, sehr wichtig. Und Verbindung geht jetzt auch hier mit uns über Zoom. Das geht, ja. Und es fühlt sich natürlich richtig gut an, wenn das
präsent geht. Ja? Also wenn wir jetzt in einem Raum wären, wäre es, sag ich mal, noch schöner. Aber es geht nicht immer. Du bist in Bayern, ich im Westerwald. Und so nehmen wir die zweitbeste Lösung. Ja, die auch super ist, ja. Ja, denke ich auch. Ja, und du hast ja auch dieses wunderschöne, diese wunderschöne Kette um deinen Hals Ja, hängen, ja. genau. Dein innerer Weg, sage ich jetzt mal. Ja. Was hat das eigentlich damit auf sich? Wie bist du jetzt auf das, ich sage jetzt mal Schachtel, für mich ist das immer Schachtel, Labyrinth von Schadre, Schachtel, ja. Ich kann nicht in anderen Dimensionen denken. Tut mir leid, ja. Aber Ja. wie bist du dann, hast du den einen Lebensweg quasi, ich sage mal, entwickelt, wieder rausgewickelt, ja, zuerst reingegangen, dann wieder rausgegangen. Und wie ging es dann weiter bei dir? Und wie bist du auf das Labyrinth gekommen, ja? Ja, das war dann erst ein paar Jahre später. Als ich wieder draußen war, habe ich dann zum Beispiel Salsa getanzt. Ich Ja, auch. einfach Ja. um auch so eine ganz andere Lebensfreude auch wieder zu entwickeln. Und ich habe mit 39 meinen Mann kennengelernt und wir haben dann nach 3 Monaten schon geheiratet. Wow. Ja, also das war schon sportlich. Weil ich wollte immer noch so gerne Mama sein, ja. Ich meine, man kann auch sagen, wieso geht sie dann ins Kloster, wenn sie Mama sein will? Das geht doch nicht. Aber es war einfach, in dem Moment war Mama sein quasi runter, nicht so wichtig. Und das andere war wichtiger, ja. Das sind so diese berühmten Kompromisse, die man eingeht und wo man dann letztendlich merkt, passt doch nicht, ja. Naja, gut. Und dieser Kinderwunsch mit 40, also ich wollte einen Mann, der Vater sein kann, das war mir ganz wichtig. Ich habe ja viel alleinerziehende Mütter begleitet. Klar, man hat nie eine Garantie. Immer beginnt eine Liebesgeschichte mit ganz viel Hoffnung. Und mit dem Wunsch, wir wollen zusammen sein, ja. Und zwar nicht nur 2 Stunden, sondern für immer. Das ist ja eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht in ganz vielen von uns. Und ja, jetzt habe ich gesagt, okay, dieser Mann, der kann Vater sein und ich tue es einfach, ich heirate. Ja, und Kinderwunsch, wir konnten sogar katholisch heiraten. Also es war ganz, ganz schön. War möglich, weil ich eine Dispens hatte, also eine von meinen Gelübden die Befreiung, eine Erlaubnis. Ah, okay. Ja. Ja, und mit dem Kinderkriegen über 40 ist das so eine Sache. Ist wirklich so eine Sache. Ich habe mich viel mit dem Thema Verhütung oder auch Fruchtbarkeit beschäftigt. Bin selber ein großer Fan von dieser natürlichen Familienplanung, wo es darum geht, den eigenen Körper kennenzulernen. Wann gibt es die fruchtbaren Zeiten? Wann gibt es die Zeiten, wo ich nicht fruchtbar bin als Frau? Und das eben abzustimmen, ja, wenn ich ein Kind möchte oder wenn ich es eben nicht möchte. Das halte ich für eine ganz, ganz gute Methode nach wie vor. Ja, und wir haben dann einfach auch immer so uns angeguckt und gesagt, bei uns ist ein Platz frei, wer möchte zu uns kommen? Ja, die Einladung Die ausgesprochen. Einladung ausgesprochen. Und es kamen auch mehrere sogar. Und eins ist auch ins Leben gekommen. Also es waren einige Kinder dabei, die nicht ins Leben gekommen sind. Die haben sich auf den Weg gemacht, aber sind nicht weitergegangen. Das ist natürlich eine sehr heftige Geschichte, wenn man über 40 ist, Kinderwunsch, ja. Und es gibt ja heute auch ganz tolle Möglichkeiten, da nachzuhelfen. Wir haben dann auch sehr genau uns überlegt, wie weit wollen wir gehen? Und wir haben die Grenze sehr eng gesetzt, ja. Wir haben gesagt, wir wollen nicht gepusht werden oder sonst irgendwas, das passt nicht zu uns, ja. Und es hat dann ja auch durch ein Wunder geklappt, dass eben jemand kam. Meine Tochter ist heute 13 Jahre alt und mit 43 bin ich Mutter geworden. Und du merkst schon, es ist ein Weg, ja. Es ist ein Weg und der Weg ist als Symbol für das Labyrinth hier. Ich halte es mal ein bisschen in die Kamera, damit man das besser sehen kann. Das ist also eine Silberarbeit, die ich gemacht habe. Oh, wunderschön. Das ist der berühmte Faden der Ariadne. Das heißt, man geht so unten rein und dann beginnt so das Leben. Ja? Und manchmal kommt man an einen Punkt, wo es nur weitergeht, wenn ich eine 180-Grad-Wendung mache. Sonst geht das Leben nicht weiter.
Und es ist so wichtig, das Schritt für Schritt zu machen, in meinem Tempo zu machen. Und man kann auch nichts falsch machen, ja. Also manchmal denkt man auch, oh, erst Kloster und dann nicht und so falsch oder was. Falsch und richtig gibt es hier nicht, sondern es gibt nur stehen bleiben, ja. Es geht auch, aber dann geht es halt nicht weiter, ja. Und dieses Symbol, dieses einen Schritt nach dem nächsten, nur nicht hudele, sagt man in Schwaben, ja. Also nicht schnell, sondern einen Schritt nach dem nächsten und im Vertrauen darauf, ich komme an mein Ziel, ich komme in die Mitte, ich komme in mein Ich, ich komme zu Gott, wie auch immer man diese eigene Mitte definieren möchte, ins Nirvana oder in den Himmel oder keine Ahnung, ja. Das ist ja sehr individuell und sehr persönlich, wie man so die eigene Mitte definiert, je nachdem, wo man spirituell zu Hause ist. Ja, und das Labyrinth ist vielleicht noch wichtig zu sagen, ein echtes Labyrinth, so wie das hier, ist kein Irrgarten. Ja, also ein Irrgarten ist dieses Try and Error, da gibt es Sackgassen, da gibt es Irrwege. Ja, das ist auch schön, hat aber eine ganz andere Botschaft. Ja, und dieses hier hat die Botschaft, du kommst an dein Ziel. Du kannst keinen Fehler machen, machst alles richtig. Und manchmal ist es ganz wichtig zu schauen, passt es noch? Bin ich noch auf meinem Weg oder braucht es diese berühmte U-Wendung? Ja? Und in dem Vertrauen kann ich meinen Lebensweg weitergehen und komme an mein Ziel mit Sicherheit. Ja? Und manchmal denkt man, oh, ich bin schon ganz nah dran. Ja? Also wenn man Ja. Labyrinth geht, dann kommt man ganz schnell in die Mitte. Oh, Ja, ich bin schon genau. fast da, yippie, ja. Und dann, wow, komme ich an den Rand meiner Möglichkeiten. Ja, die Mystiker sagen, die dunkle Nacht der Seele, the dark night of the soul. Ja, das ist da, wo ich an meine Grenzen komme. Ja, wo ich an meine Traumageschichten drankomme, wo ich an meinen Schmerz komme. Ja, auch das ist in diesem Weg dabei. Ja, und wo ich dann ganz außen auf der äußeren Bahn bin und denke, geht das denn hier nie zu Ende? Ja, es ist doch wirklich zum Davonrennen. Ja, und auf einmal ist es in dir und du bist da und denkst, wow, ja, so fühlt sich das also an. Ja, und das ist so ein höchst spirituelles, religiöses Symbol, das Labyrinth, ohne dass man fromm, also so fromm sein muss im Sinne von, ich entscheide mich für den Buddhismus oder für das Christentum oder für Moslem oder was es auch sonst noch so gibt. Das braucht es nicht, sondern hier können wir uns treffen. Ja, wir können uns auf den Weg machen ins Labyrinth und können uns begegnen. Ne? Wenn wir in dem Weg sind, begegnen wir einander ja auch. Manchmal gehen wir parallel, manchmal kommen wir uns entgegen. Und das ist so schön, weil es ist einfach wie im richtigen Leben und das Allerbeste, man muss es nicht erklären. Ja, kannst sagen, wenn du jetzt ein begehbares Labyrinth hast, das gibt es ganz viel inzwischen in Deutschland und auch in Österreich und in der Schweiz, überall gibt es sogenannte begehbare Labyrinthe, also die gestaltet sind aus Lavendel oder Steinen oder Teelichtern oder was auch immer. Auch in den Kirchen wieder gibt es das auch oder in Parks, ne? Da kann man sagen, schau, da liegt es, geh rein, mach deine eigenen Erfahrungen, versuche es zu begreifen, zu erfahren, zu erspüren. Was macht dieses Symbol mit dir, wenn du dich auf den Weg machst zu dir selbst, zu Gott, zu deinem Ich? Ja? Ja, dann sind wir bei dem Ich angelangt. Wir sind ja Genau. beide in der IOPT verhaftet oder Ja, angesiedelt. genau. Wie hast du dann den Weg zur IOPT gefunden? Ja, wie gesagt, ich bin ja Jahr mit 43 Mutter geworden und es war für mich eine ganz schlimme Geburt. Oh, wow, Ja, okay. ich hatte alle eingeladen, damit dieser Übergang von der anderen Seite, sage ich immer, hier ins Leben, damit das gelingen kann. Und es war so, dass sowohl ich als auch mein Kind
sehr stark verletzt worden sind, traumatisch ohne Ende für Oh uns mein beide. Gott. Ja, richtig, richtig heftig. Und wir haben es mit Ach und Krach geschafft. Die Spätfolgen sind natürlich bis heute spürbar bei ihr und auch bei mir. Ja, und dann ging es so darum, das auch erstmal zu verarbeiten, sowohl bei ihr als auch bei mir. Und ich hatte so den Eindruck, es ist eine Ehre, dieses Kind ins Leben begleiten zu dürfen. Ja. Also ich bin die Mama und sie ist das Kind. Und das ist so eine ganz eigene Beziehung und ich habe mich unglaublich gefreut, dass sie einfach da war. Ja. Und ja, in den ersten Jahren war es so wichtig für mich, sich auch darauf zu konzentrieren. Ja. Ich wollte sie also unbedingt erst mit 3 in den Kindergarten geben und habe dann gemerkt, weil sie ja keine Geschwister hat, dieser Geschwisterbonus fehlt. Dass es wichtig ist, dass es andere Kinder gibt. Ja, und dann haben wir mit 2 dann angefangen, für 2, 3 Stunden das zu machen, das, was auch so möglich war für sie, weil sie ja noch sehr jung war. Das ging bei uns, sie dann in den Kindergarten zu geben. Und ich habe noch gedacht, das ist viel zu früh, aber damals hatte ich noch keine IOPT-Kenntnisse, sondern habe das einfach so gemacht, wie ich meine, dass es gut ist für sie. Ja. Naja, gut. Ja, und dann ging das immer weiter mit dem Kindergarten und ich hatte dann auch wieder zunehmend mehr Zeit für mich und hatte dann schon auch mit Familienaufstellungen begonnen in der Zeit, um vieles so aufzuarbeiten, um zu schauen, ja, was hat das denn für einen Hintergrund, ja? Meine persönliche Geschichte, erst Kloster und dann Mutter und Ehefrau und so, ja. Also es ist ja schon irgendwie, dass ich denke, was ist das eigentlich alles? What's behind? Gut, und ich habe erste Antworten gefunden auch. Und es war aber noch nicht so richtig gut. Und es war dann auch die Frage, was will ich beruflich weiterhin machen? Ja, ich wurde dann ja 50. Und die Frage ist, was will ich dann? Ja. Was will ich mit 50 einfach, da kann nochmal sich ganz viel ändern. Ja, im Leben meiner Frau, sage ich jetzt mal, das heißt ja nicht umsonst Wechseljahre. Das war auch so witzig, ich bin von der Stillzeit direkt in die Wechseljahre reingerutscht. Also Hormone, yep, das ist richtig gut, ja. Also spannend Stimmt, ohne Ende. auch nicht zu unterschätzen, wenn man später Ja, Kinder bekommt. Ein ja. Also wichtiger es hat Punkt. wirklich seinen Sinn, warum die beste Zeit für Kinder, sag ich mal, zwischen 20 und 25 ist und nicht zwischen 40 und 45. Obwohl ich das zu früh finde. Also ich finde eher in den 30ern. Ja, das sind jetzt persönliche Meinungen, da kann man sich herrlich drüber streiten. Also es hat seinen Sinn, dass die Frauen möglichst, ja, also wenn es älter ist, ist es einfach anstrengend. So will ich sagen. So habe ich es erlebt. Ja, das ist meine Erfahrung. Und ich hatte ja auch schon mit 25 Kinder, wenn auch keine eigenen, durch die Familienpflege, die ich gemacht habe. Und das war einfach ein Unterschied, ja. Das war auch so witzig. Also als Familienpflegerin bin ich ja Profimutter, ja. Stimmt. Ja, und wenn ich dann selber ein Kind habe, upsie, ja, ich dachte, ich wäre Profi. Das übrigens auch zu allen, die Mütter, Väter oder Geschwister haben oder Freunde und dann immer sehr schnell mit Ratschlägen behandelt sind. Das ist das, Ja. was ich auch immer sage. Das trennt die Theorie von der Praxis. Ja. Und zwar die eigene Praxis, die eigene Selbsterfahrung ist einfach anders. Das kannst du nicht lernen, anlesen oder erdenken. Das musst du erfahren. Und was das mit dir macht, psychisch und körperlich, ist auf einem anderen Level. Also das auch nochmal darum, für alle, die meinen, achtsam Feedback geben oder achtsam sich mitteilen anderen gegenüber. Das ist dieses berühmte 24/7. Ja, ich bin einfach immer Mama. Ja, immer. Und das ganz. Ja, also als Mama bin ich, stehe ich zur Verfügung mit meinem Körper zuerst. Ja, und später mit allem. Mit Körper, mit dem, was ich besitze. Ja, alles teile ich mit diesem Kind. Was muss ich wollen? Ja, und da braucht es immer wieder ein neues Ja dazu. Du darfst von mir nehmen. Ja, auch meine Zeit.
Ja, und vor allem dann auch, wenn halt die eigenen Themen dann hochbrechen in den Natürlich. Altersstufen, wie die Kinder sind oder das Ja, Kind ist, kann ich kommen bestätigen. genau die ganzen inneren Themen nach oben. Das ist bei mir gerade aktuell. Ich hatte zwischen 12 und 13 meine dunkelste Zeit. Und jetzt ist sie in dem Alter. Ja, wir haben es oft im Moment gerade nicht leicht. Das Gute ist, dass ich darum weiß, ja, dieser Prozess erkenne dich selbst, ist ja durch die IOPT quasi ein ständiger, ja, Prozess oder ein ständiges sich weiterentwickeln, ist ein ständiges Weitergehen, ja. Habe mir dann überlegt, was will ich eigentlich? Und dann ging es so darum, ich möchte nicht mehr in der aufsuchenden Familienhilfe sein, sondern ich möchte es umgedreht machen. Ich möchte, dass die Menschen zu mir kommen, wenn sie Unterstützung möchten. Ja, also einen Ort der Heilung auch schaffen. Und das geht am besten im Rahmen einer Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und dann habe ich mich vorbereitet, habe dann die Prüfung auch abgelegt, als ich 50 war, bin beim ersten Mal durchgefallen, wie das so ist, ja. Bin noch nie durch eine Prüfung gefallen, aber mit 50 habe ich mir das gegönnt, mal durch eine Prüfung zu knallen. Das war richtig, richtig gut. Die Erfahrung fehlte mir noch, ja. Oh, Und davon hatte ich mehr. ja, ich nie. Also wie gesagt, ich habe alle Prüfungen immer bestanden. Gut, und dann war es dann, wurde ich dann 50. Wie gesagt, sie war 7, sie kam dann auch in die Schule und so. Und es wurde dann möglich, dass ich einfach zunehmend mehr Zeit hatte, auch wieder beruflich Fuß zu fassen. Ne? Also es ging so ganz langsam und das war eine schöne Möglichkeit, auf der einen Seite Mutter zu sein und auf der anderen Seite aber auch ganz langsam meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und dann habe ich, wann habe ich denn IOPT kennengelernt? Da war ich schon Heilpraktikerin. 15, 16 habe ich angefangen, die Bücher von Franz zu lesen. Ja. Und in diesen Büchern kann man so wunderschön diesen Weg der IOPT nachvollziehen, ja? Er kommt ja aus dem Familienstellen und dann wurde das immer mehr verfeinert. Ja, und das ist bis heute so. Dann waren es erst 7 und dann nur noch 5 und 3 sind es aktuell, also Anliegen, Worte. das, Worte, genau. Und das finde ich gut, ja. Also das ist so dieses, es ist nicht fest, sondern es entwickelt sich immer weiter, auch mit den Erfahrungen, die du machst, die ich mache. Und wir, im besten Fall, werfen wir diese ganzen Erfahrungen in einen großen Topf, ja, und stellen es zur Verfügung, damit wir insgesamt weitergehen können auf diesem Weg zum Ich, ja. Das klappt natürlich nicht, weil wir alle Menschen sind. Da gibt es dann auch schon mal Konflikte oder irgendwelche Konkurrenzgeschichten oder ach, was der Himmel was, ja, wir sind ja auch keine Heiligen, ja. Das ist man übrigens auch nicht im Kloster, ja. Es wird überall nur mit Wasser gekocht und es ist zutiefst menschlich, ja. Es ist ganz, ganz menschlich. Und da braucht es viel Geduld miteinander und Langmut, Güte. Und das sind so die Qualitäten des Alters. Ich werde ja jetzt bald 60, dauert noch 4 Jahre, aber ich bin so auf dem Naja, Weg. dann Aber langsam. egal, das ist so, was ich jetzt neu entdecke, ja? Die Weisheit. Mein Ordensname war Sophia, die Weisheit, ne? Nimm zu in den Haaren, hoffentlich sonst auch. Und es ist immer noch so, dass ich dieses Liebe und dann tu, was du willst, richtig gut finde, aber auf einer anderen Ebene inzwischen. Also ich sag's mal erst von der Kirche her. Der alte Name von Gott ist ja Jahwe oder auch Jehova. Das ist, man weiß das nicht so genau, weil man nur die Konsonanten hat. J, H und V oder W. Ja. Und wie man das jetzt ausspricht, weiß man auch nicht so genau. Und das heißt übersetzt, ich bin da. Ja. Der alte Name von Gott im Alten Testament, ich bin der, ich bin da. So. Und ja. Das ist natürlich das Ich, ja, ich bin. Da sind wir bei der IOPT. Ja. Oder auch, wenn wir jetzt ins Neue Testament uns bewegen, wenn wir uns die Heilungsgeschichten anschauen, da kommt jemand zu Jesus und Jesus fragt, was willst du, was ich dir tun soll? Und dann sagt derjenige, ich möchte wieder sehen können. Ich will, was weiß ich, ja, was es gerade ist. Das ist ein Anliegen. Und Jesus sagt, so sei es. Amen. Oder auch, dein Glaube hat dir geholfen. Ja, wenn wir das übersetzen, heißt,
Ja, geh deinen Weg, deine Zuversicht. Es ist alles schon in dir. Glaub an dein Ich. Geh in deine Mitte. Ja, also wir sind nicht so sehr weit weg von diesem, von dieser christlichen Botschaft, sage ich jetzt mal auch. Wie geht Heilung? Ich sage, was ich will. Und mein Begleiter sagt im Grunde genommen nichts anderes. Ja, dann ich begleite dich auf deinem Weg. Therapie heißt ja begleiten. Ja, nichts anderes. Therapie ist nicht, ich habe einen an der Klatsche und jemand anders weiß, wie es geht. Ja, das ist das nicht. Ganz sicher nicht. Sondern ich bin die Begleiterin oder auch Dienerin oder Unterstützerin. Ja, mehr nicht. Wer bin ich, dass ich weiß, was gut für dich ist? Das kann ja wohl nicht sein. Nur weil ich, was weiß ich, 5, 7, 6, 8 Semester studiert habe. Naja, gut. Was für Erfahrungen macht man auf dem Weg zum Ich? Also erstmal ist es ist sehr oft überraschend, ja, dass ich denke, aha, okay. Also gerade wenn ich so in Resonanz mit meinem Ich bin, ist es manchmal so, dass ich mich sehr freue, so nach dem Motto, ah, da bist du ja, wie schön, ne? Und wir sind in Kontakt. Und manchmal geht es dem Ich gar nicht gut, ja. Und ich komme in Kontakt mit meinem Schmerz. Und es geht ja immer wieder auch um diese vulnerable Zeit, sag ich mal, also die Zeit vor der Geburt, die 9 Monate, als auch, sag ich mal, ungefähr bis 3 Monate, 3 Jahre danach. Und diese unglaublich empfindliche Zeit, ja, ist bei ganz vielen von uns belastet, so will ich es mal sagen. Also in dem Sinne, dass Mama nicht konnte, wie sie wollte oder wie auch immer. Und diese Spätfolgen aus dieser Zeit sind so unglaublich schmerzhaft, dass sie bis heute oft nachhängen. Ja, vorgeburtliche Erfahrung, nachgeburtliche Erfahrung. Es geht oft um Schmerz. Es geht richtig zur Sache. Ja, das sagt man meistens vorher nicht, dass es so schmerzhaft auch ist. Aber ja, es ist einfach die Wahrheit. Und das will ich auch nicht verschweigen, ja, dass es manchmal sehr, sehr schmerzhaft ist. Und dass es gut ist, in das Gefühl zu kommen und auch darüber zu weinen. Und bei mir war es oft so, dass ich gedacht habe, ich hätte es nicht vermutet, dass es so schlimm war. Es gibt ja dieses berühmte Buch, Meine Kindheit und Jugend ist ein Albtraum, aus dem ich gerade erst erwache. Ja. Hört ihr die Kinder weinen? Hört ihr die Kinder weinen, ja. Genau. Und das ist, ich habe das Buch gelesen und ich fand es so schrecklich, ja. Und das ist ja nicht nur mir so gegangen, ne? Und wir können uns jetzt ganz lange darüber austauschen, woher das kommt, was man anders machen könnte, muss, damit das in Zukunft nicht mehr passiert, ja. Und inzwischen bin ich der Meinung, dass es gelingen kann, auch auf einer ganz hohen, großen Ebene, wenn ganz viele von uns sich auf den Weg machen zu sich selber. Diesen Prozess erkenne dich selbst wirklich ernst nehmen und ernst machen auch, ja. Die EFT ist eine sehr gute Methode. Es gibt auch andere noch, ja. Also ich will das gar nicht sagen, das ist the one and only, ja. Es ist eine sehr gute Methode und ich selber gehe sie auch nach wie vor, selbstverständlich. Auch wenn ich heute Begleiterin bin, ist es zwingend erforderlich, dass ich selber meine eigenen Baustellen weiter bearbeite. Ja? Nicht, weil ich das irgendwann mal gelernt habe, kann ich es jetzt und weiß ich es jetzt. Ganz im Gegenteil. Ja? Ich komme immer wieder in Kontakt mit Dingen, wo ich merke, hier lohnt es sich mal, genauer hinzuschauen und auch zu gucken, was läuft hier eigentlich ab? Was für Verwechslungen laufen hier ab? Ja, was habe ich denn jetzt gerade wieder angestochen bei irgendjemand oder wo wurde ich gerade wie so ein Wespennest? Ja, man kann immer sagen, immer wenn so Reaktionen kommen bei mir, ja, wenn ich mich fürchterlich aufrege, dann ist irgendwas in mir angepiekst, sage ich jetzt mal, was in der Regel nichts mit dem anderen zu tun hat, sondern das mir mit mir zu tun hat und wo ein Schatz verborgen liegt, dass ich sehen kann, aha, okay, das hat mich jetzt gepiekst. Es ist wieder so oder es wird wieder so sein, dass das irgendwas ist, was mit mir zu tun hat. Was ist es diesmal? Ja? Wo ist der nächste Schatz für mich? So würde ich das sagen. Also
Natürlich ist es schmerzhaft, ja. Und es ist eine große Chance zu einem glücklichen Leben, zu einem intensiven Leben, zu einem angstfreien Leben, ja. Und zum inneren Wachstum. Ja, sowieso. Das gibt es auch noch dazu. Ja, Ja. auch zu einem wahrhaftigen Leben, ja. Wir werden so viel belogen, ja. Wir versuchen, das Richtige zu tun und versuchen, uns zu informieren. Es gibt ja heute das Internet, es gibt heute alles Mögliche, wo wir uns informieren können. Und gleichzeitig stehen wir da und sagen, und nü, was mache ich denn jetzt? Spritze, ja, nein? Ich weiß es nicht. Ja? Also das ist sehr anspruchsvoll heute, diese vielen Entscheidungen. Und da ist es wichtig, wenn das Ich zu Hause ist, wenn ich ein Gefühl habe für das, was ich wirklich will, was wirklich meins ist und was nicht meins ist, ja, was Mama gehört, was Papa gehört, was weiß ich, sonst irgendjemand gehört, ja, und das ist meins. Also das ist dieses, ja, es ist so ein Wort, reines Bewusstsein, das hört sich schon wieder sehr, was ist das? Ich bin reines Bewusstsein. Ja, das ist so ein Wort, was, es ist schwierig, das zu füllen. Ja, das ist auch etwas, was ich erfahre, Ja. was ich erspüre, was ich manchmal in einigen Augenblicken so wie in den Himmel reingeguckt ist. Ja, es gibt so eine schöne Geschichte, die mag ich dir erzählen. Also es gibt einen jungen Indianer, der sitzt bei dem alten Indianer und die beiden gucken in den Himmel. Und dann sagt der junge Indianer zum Alten: Sag mir, was ist das, die Sterne, diese Lichtpunkte? Da sagt der alte Indianer: Das dahinter ist der Himmel, das ist das Licht. Und durch diese kleinen Pünktchen können wir schon mal so ein bisschen reingucken in den Himmel, ja? Damit wir uns das vorstellen können. Und dann sagt der junge Indianer, wie schade, dass die Löcher nicht ein bisschen größer gemacht worden sind. Und das finde ich so schön, ja. Also man kann manchmal so ein bisschen reinspitzen in den Himmel, wenn man so ganz bei sich selbst ist, wenn ich so ganz bei mir bin, wenn ich ganz bei meinem Ich bin, wenn ich so diese Verbindung spüre, das bin ich und ich bin da, ja, ich bin. Das ist so richtig toll, ja. Ich bin ganz bei mir, alles ist in Ordnung, es fühlt sich so gut an, ja. Das gibt es. Und das ist letztendlich der Grund, wenn ich das erfahren habe und wenn ich das immer wieder erfahren habe und das ist mit IOPT möglich, ja, dann kann das Leben gelingen, meiner Meinung nach. Und in Licht steckt ja schon das Wort Ich. Natürlich. Ja. Und dann kann ich auch 2022 leben mit all diesem Wusel, was im Moment um uns rum ist, ja. Es ist anspruchsvoll, heute zu sein, ganz Ja, sicher. mit den so vielen heftigen Energien, die Genau. Informationen, Energien und Wandlungen Genau. verdichtet sich gerade alles Ja, es extremst. ist unglaublich für jeden von uns. Es kann keiner entkommen, sag ich mal, ja. Es trifft jeden von uns in irgendeiner Form. Die Leute, die Kinder haben, noch mal anders als die Leute, die keine Kinder haben. Ja, die Leute, die viel Geld haben, anders als die Leute, die wenig Geld haben. Die Leute in Deutschland anders als die Leute in der Ukraine und als die Leute in Afrika. Ja, aber es trifft jeden, ohne Ausnahme. Und die Frage ist, wie werde ich persönlich damit fertig? Ja, wie kann ich trotzdem leben? Und zwar gut leben. Ja, ohne Angst. Das ist, glaube ich, für uns hier in Deutschland das Wichtigste. Wir haben so viel Angst, ja, so viel Angst vor, was weiß ich, allem Möglichen, jeder von uns. Ja. Es geht ja auch nicht darum, das wegzudrücken, ja, indem ich Unmengen von Alkohol trinke, indem ich Unmengen arbeite oder Unmengen lang im Internet bin, 1000 WhatsApp haben und so weiter und so fort. Man kann sich so wunderbar ablenken, ja. Ja. Aber die Angst kommt, die krabbelt dann immer wieder hinten rum. Jo. Und nü, wie kann es gehen? Mach dich auf den Weg zu dir selbst. Erkenne dich selbst. Das Orakel von Delphi sagt es ja auch. Ja, ist nichts Neues, ne? Ist nichts Neues. Wunderbar. Ach, danke, liebe Marion, für dieses wunderschöne Gespräch Ja, und sehr deinen ganz gerne. besonderen Weg, dass du den geteilt hast hier mit Ja, allen. sehr gerne.